Einladung von meiner Rektorin bekommen und dann war eigentlich die Geschichte, dass wir an unserer Schule sehr, sehr umweltbewusst sind und dann war einfach der Hintergrund, ob man noch Sachen verbessern kann. Genau, deswegen bin ich eigentlich hier, um mich auch mehr dazu informieren und natürlich auch in der Diskussionsrunde später meine eigene Meinung weiterzugeben. Generell möchten wir halt eben einfach gewisse Aspekte, die wir jetzt halt eben gefunden haben, die man in der Schule durchaus gut umsetzen kann, halt eben vorzubringen und halt eben andere Themen halt eben für die Schule zu finden. Ich nehme mit von heute. Das Thema, stimmen wir drüber ab, Mikroplastik zu verbieten. Frage an euch, Tüten. Tütenverbot oder Tütenhöhe bepreisen? Wer ist für hohen Preis? Wer ist für Verbot? Verbot hat gewonnen. ÖPNV-Ticket. Kostenloses ÖPNV-Ticket oder kostengünstiges ÖPNV-Ticket? Wer ist für kostenfrei? Hand hoch. Wer ist für 10 Euro? Also, kostengünstige ÖPNV mit 10 Euro. Also, ihr macht ein Klimaschutzprojekt, wir loben einen Klimaschutzpreis aus. Das, was ihr einspart mit eurem Projekt, da werden wir uns erkenntlich zeigen. In einer Förderung. Ihr an euren Schulen schafft einen Klimabeauftragten. Dieser Klimabeauftragte wird von uns, mit dem Ministerium, mitberaten. Mein Ziel ist es, dass wir auf eure Schulen PV-Anlagen aufbauen. Dann ist Schluss, Blühflächen, ja? Schaffen wir Blühflächen an euren Schulen. Ein Projekt, blühende Schule.